The dead will soon rise for me, not against me. I need more mana. Oh, ich hatte ganz vergessen, das Mikro einzuschalten. Gut, also hier nochmal herzlich willkommen zur Phase of Exile. Es handelt sich diesmal um 3 Live-Events à 12 Minuten, in denen das Ziel ist, Level 5 zu erreichen, um 2 Reward Points jeweils zu erhalten. Aktuell ist jetzt gerade vom Anfangsbereich haben wir gerade Hillock besiegt und damit auch gleich den ersten Levelaufstieg geschafft, den ich dafür einsetze, um meine Mana-Regeneration zu steigern. Und jetzt bekomme ich gleich noch ein Spellgem als Belohnung. Fine work with Hillock. Und dann nehme ich den Freezing Puls. So, die Wände müssen wir noch identifizieren. Und diese dann auch einzusetzen. Und Verstärkung des Energy Chills. Und dann geht es zügig weiter, weil wir haben nur noch knapp 8 Minuten, um Level 5 zu erreichen. Wir sind jetzt gerade erst bei Level 2. The very sand shivers with malice. There's a power here that welcomes me. Und ja, hier zählt jede Sekunde, um wirklich so weit zu kommen. Und stehen bleiben, dafür gibt es im Endeffekt keine Zeit. Möglichst große Ansammlungen finden. Ja.
Das ist wieder eine der Seasons oder eine der Events in dieser Season, dass wenn ich sterbe, ist natürlich, gibt es keinerlei Belohnung. Egal wie weit wir bis dahin gekommen sind. Und da ist bereits die Feuerfury, von der ich hoffe, dass es sich lohnt, die in der Zeit zu besiegen. Weil es natürlich einige Zeit kostet. Und auch ziemlich gefährlich ist. Weil aktuell habe ich bisher kaum Rüstung angelegt. So dass ich auch noch sehr empfindlich bin gegenüber ihren Attacken und den Feuerangriffen. Und bisher haben wir ja gerade mal 65 Leben erreicht. Okay, Level 3, 73 Lebenspunkte. Und ich werde mal schnell noch die Damage hochstellen. Okay, das sieht gut aus. Ja. So, dann muss ich jetzt die Iron Gauntlet identifizieren, um den Bonus zu bekommen. Ebenso die Mana Flask. Und dann zügig weiter. Ja, wir sind schon in den letzten 5 Minuten. Wie gesagt, ein sehr schnelles Event, das nur insgesamt 12 Minuten andauert. Das heißt, jetzt schnell in die nächste Region zu kommen. Dann entsprechend wieder XP einzusammeln. Okay, hier sind noch ein paar schönere Gruppen. Aber es dauert im Endeffekt einfach zu lange hier, deswegen gleich in die nächste Region. Um dort mit höheren Monstern und damit auch mit höheren XP belohnt zu werden. Zu wenig Monster unterwegs sind, die sich lohnen, schnell platt zu machen. So, okay, nur noch 3 Minuten. Im Moment sieht es nicht sehr gut aus. Ich glaube, dass wir in der Session jetzt noch nicht schaffen, bis Level 5 zu kommen. Aber ich werde jetzt hinten in den Fertigpool noch reingehen und hoffen, dass dort ich möglichst schnell noch X Erfahrung sammeln kann. Okay. Ja, andere haben schon in der Zeit jetzt bis Level 6 geschafft, beziehungsweise sind mit Level 6 gestorben. Okay. So, Level 4
So, ein Level noch. Okay, es ist sehr, sehr knapp. So, wo sind jetzt noch die nächsten Monster? Okay, jetzt ist ausreichend der Necromancer noch da. Der natürlich genau das Problem hat, dass der zwar die Dinger da wieder belebt, aber diese gelten nicht als weitere XP-Erfahrung. Deswegen ist die Frage, ob ich zumindest den Necromancer noch killen kann, bevor mich hier die Viecher alle umbringen. Sekunden. Das ist echt extrem knapp und sieht im Moment eher schlecht aus. Okay. 10 Sekunden, das hat leider nicht geklappt. 50% haben jetzt noch gefehlt. Ja, dann machen wir das für die nächste Session hoffentlich klar. Okay. In 8 Minuten beginnt die nächste Session. Und ich werde gerade mal noch die Einstellung etwas anpassen. Damit es von dem Licht her besser klappt. Sitzen. Listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. But to me, one land is like any other. The elements are my allies, the dead are my servants. So, beginnen wir wieder mit der Vorbereitung. Also als erstes die Drift. Naja gut, da kann ich jetzt noch nichts anpassen. Also hier die Aktionseinstellung ändern, Mana-Flasche in die Mitte und Identifizierungskreuz nach oben. So, die nächste Session beginnt in ein paar Minuten. Okay. Noch fast 6 Minuten, bevor es dann weitergeht. Aktuell, mal schauen, ist das Ranking schon da? Ja. So, noch kurz einen Blick auf das aktuelle Ranking. Aktuell, nach der Berechnung, haben wir zumindest Platz 448 bekommen, aber eben 0 Reward Points, weil wir nur bis Level 4 gekommen sind. Und aktueller Seasons Ranking ist Platz 785 und 56 Reward Points. Das nächste Ziel für die Reward Points sind 80 Reward Points. Mal schauen, ob dann jetzt noch in den nächsten beiden Events möglich ist, die weiteren 4 Punkte zu bekommen.
Dann wären schon mal 60 Reward Points für dieses Season. Die Strategie in die Fertigpool war das jetzt, glaube ich, in den Fertigpool zu gehen. Und denke ich, war soweit ganz passend, weil natürlich genug XP da zu sammeln war. Aber es zeigt sich auf jeden Fall schneller durch diese ersten beiden Gegenden. Vielleicht noch die Feuerfiore mitnehmen und dann gleich zu weiteren Leveln mit höheren Monstern. Okay, 4 Minuten. Okay, 2 Minuten noch. Dann geht's los. Puh. Das Licht ist heute nicht ganz optimal. Eine Minute, dann starten wir zum nächsten Run. The dead will soon rise for me, not against me.
So, zügig durch. Zumindest mal so ein Levelaufstieg. Aber wie gesagt, ansonsten nicht zu lange aufhalten. Soweit es möglich ist, mit den aktuellen Fähigkeiten bereits höhere Monster zu machen. Höhere Monster. Also im Endeffekt mehr XP pro Minute zu machen. Es ist auch wichtig, das immer wieder aufzunehmen. Und weiterzugehen. Okay, da ist wieder Hillock, der erste Bossgegner und auch der einzige Bossgegner in dieser Anfangszone in The Twilight Stand. Stand. So, jetzt haben wir schon mal zwei magische Items und natürlich den Levelausstieg, der für die Mana-Regeneration wieder verwendet wird. So, den Freezing Pulse abholen. Und weiter zum nächsten. The very sand shivers with Melis. There's a power here that welcomes me. Ja, aktuell wieder mit 65 Leben ist es entsprechend gefährlich, weil nach ein paar Angriffen kann es dann schnell runtergehen. Und ein Schild habe ich bisher nicht, ein Energieschild, weil ich dafür noch keine passenden Items gefunden habe. Und entsprechend gilt es immer, möglichst größere Monstergruppen zu haben, dass pro Fireball wenigstens 2-3 Monster verletzt werden. Was dann dabei hilft, Mana zu sparen und auch wiederum schneller vorwärts zu kommen. Okay, Feuerfiro ist diesmal gleich hier vorne. Okay, zur Hälfte ist es schon geschafft. Okay. So. Und den noch mitnehmen, identifizieren. Haben wir noch einen Live-Bonus. Und dann schauen, dass wir gleich in die nächste Zone kommen. Also hier unten sind nochmal größere Gruppen oder eventuell sogar ein Walschrein. Okay, da ist kein Übergang. Das heißt, der Übergang ist diesmal woanders. So. Da
erst der Übergang zu Fated Island, aber ich will gleich in die nächste Region, in die Mudflats. Mudflats, ja. So. Weil für die kurze Session lohnt sich die Medizin-Quest nicht, in der es dann die Quicksilver-Flas, mit der ich mich schneller bewegen kann, gibt. Das lohnt sich eher für längere Sessions. Jetzt geht es erstmal darum, möglichst schnell aufzuleveln. To learn is to live. So, wir sind jetzt... Na, jetzt habe ich den Timer nicht gestartet. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt sind, zeitmäßig. So, verstärken wir wieder die Angriffskraft. Und wir sind jetzt Level 3. Mal schauen, wann die 5-Minuten-Meldung kommt. Auf jeden Fall ist das Ziel jetzt wieder hinten in das Nebenlevel zu kommen, weil dort natürlich dann auch wieder zwar das Risiko größer ist zu sterben, aber auch mehr XP gesammelt werden kann. Das ist jetzt aktuell hier draußen möglich ist. I need more mana. Das ist immer schwierig, wenn im Endeffekt für jedes Monster, also im Endeffekt immer nur ein Monster getroffen wird mit den Fireballs. Okay, hier ist jetzt wieder der Übergang nicht. Okay, 4 Minuten. Wir haben wieder noch 1,5 Level, beziehungsweise ein Level und 30% für dieses hier, Level 4. Okay, da hinten ist der Übergang. So, dann hoffen wir mal, dass die Monster drin genug Punkte geben, ohne uns gleich lebensgefährlich zu sein. Okay, Zombies sind zumindest sehr angenehm, weil die nicht sehr überraschend angreifen. Und trotzdem gut XP geben. Fehlt es Mana-Nachschub. Okay. Mit dem Level-Up werden auch die Flaschen alle wieder aufgefüllt, was sehr hilfreich ist an der Stelle. Und jetzt an der Stelle gleich mal noch die Stärke verbessern. Nicht. Okay, Fireball ist dann gleich nochmal ebenfalls etwas kräftiger. Life is fleeting. Diesmal sind wir auf jeden Fall etwas schneller schon unterwegs. Jetzt brauchen wir bloß noch genügend Mobs, um hoffentlich hier drin den Levelaufstieg abzuschließen. 2 Minuten. Wie gesagt, das ist immer sehr ambitioniert und so schnell bin ich meistens noch nicht. Puh, dass ich in den 12-Minuten-Events tatsächlich die 2 Punkte hole. Aber nur noch 57%.
um die 2 Punkte zu kriegen. Schauen wir mal. Okay, da ist jetzt der Necromancer, den müssen wir jetzt ziemlich schnell klein kriegen, damit er nicht die ganzen Viecher wiederbelebt. I need more mana. Weil das uns im Endeffekt sonst immer nur davon abhält. So, jetzt brauchen wir bloß noch ein paar okay, wieder 30 Sekunden. Oh Mann. Das ist echt unglaublich. Zehn. Oh oh. Das ist nicht ausreichend. Verdammt! Noch 6% haben gefehlt. Naja, vielleicht in der dritten Runde dann. Okay. Uff. So knapp. Okay, die Strategie geht fast auf, aber leider nur fast. Wir sind im Endeffekt noch schneller in den Bereich zu wechseln und dann hier die XP zu sammeln. Ja, 180 Erfahrungspunkte haben noch gefehlt. Gut. Dann wieder die Vorbereitung für das nächste Event. Attention prisoners! For your crimes against Oriath, you have been exiled to the forsaken continent of Rayclast. The magisters of Oriath are merciful and have granted all exiles. Attention prisoners! For your crimes against Oriath, you have been exiled to the forsaken continent of They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. But to me, one land is like any other. The elements are my allies, the dead are my servants, and fear will be my closest friend. So, werf ich noch mal einen Blick auf die aktuelle Liter, mal gucken. Inwieweit okay, 793, das heißt, ja klar, da natürlich auch wieder keine Punkte enthalten sind, habe ich mich eher im Ranking verschlechtert. Naja, aber mal sehen, ob jetzt beim dritten Mal es klappt, die Runde hinzubekommen. Okay. So, wieder Vorbereitungen. In 5 Minuten beginnt die dritte Session. Und danach werde ich dann auch erstmal den Livestream wieder stoppen. Und noch ein paar andere Dinge erledigen.
Richtig, wir haben den Titel noch gar nicht geändert. So, noch knapp 3 Minuten. Sehr spannend auf jeden Fall. Wie knapp sozusagen am Ziel vorbei. Schauen wir mal, dass wir die letzte Runde noch in einen Erfolg verwandeln und dann auch die 2 Punkte noch einfahren. Sonst wäre es sehr schade, fast 1 Stunde gespielt zu haben und gar keine Reward Points erwischt zu haben. 2 Minuten to go. Eine Minute. So, also diesmal, wie versprochen, versucht noch ein bisschen schneller zu kommen und am besten gleich zu Hillock durch. Ich will natürlich jetzt noch den Fireball einstellen. So, da sind wir jetzt schon. Nicht ganz, aber gleich. Okay, das ist jetzt noch. So, da ist hier noch. Okay, der erste ist schon in Line-Watch drin. Wie auch immer die es schaffen, so schnell den Hillock zu besiegen. Okay, Mana Flask, Simple Rope, der andere interessiert uns nicht.
Das heißt, damit haben wir auch gleichzeitig einen kleinen Schild aufgebaut. Da sind die ganzen anderen, die im Endeffekt das Event auch gemacht. The very sand shivers with malice. There's a power here that welcomes me. Okay, ein paar muss ich auf jeden Fall klein kriegen. Aber man sieht schon, wie viel mehr XP es bringt, wenn ich noch auf Level 1 bin. Aber wie gesagt, es ist auch immer riskant, weil die natürlich auch entsprechend mehr Schaden machen. I thought I'd be a dead woman by now. Normale Regeneration verbessern. Und weiter. Sieht man schon den deutlichen Unterschied, wie viel weniger XP ich durch die Monster bekomme. Beziehungsweise wie viel weniger es ausmacht und wahrscheinlich immer noch annähernd ähnliche XP-Zahlen. XP-Kurven sind normal Exponentialkurven. Sind im Endeffekt eben Knockbacks oder andere Einfrierungseffekte, wodurch ich handlungsunfähig werde. Oder sei es, dass ich meinen Zauberspruch nicht zustande bringe oder mich sogar überhaupt nicht mehr bewegen kann. Was dann auch zu einem sehr schnellen Ende führen kann. So, dann habe ich die Feuerfigur diesmal umlaufen. Dass das auch nicht so schlimm ist. Das mit. Noch ein bisschen Deckung. So, noch 7 Minuten. Diesmal werde ich versuchen, die Gegend hier hinter mir zu lassen. Oh! Das ist ein Schrein, der auf jeden Fall hilft. Es handelt sich dabei um einen Wahlschrein, der mir für 1 Minute eine Spezialfähigkeit, in diesem Fall mich umgebende Eisblitze, ermöglicht. Hoch. So. Hier sind diesmal etliche Blauen, die mir natürlich einen Haufen XP bringen, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, vorausgesetzt. Okay, jetzt ist hier wieder kein. Okay, da ist der erste. Das sieht schon wieder sehr nach Legging aus. Das hört mir überhaupt nicht. So, jetzt brauche ich noch die anderen zwei. Das ist der zweite.
Oh, genau, wie gesagt, sieht sehr nach Lagging aus. Vor allem, wenn die Mobs nicht umfallen oder der Schaden nicht gezeigt wird. Und es ist immer sehr wahrscheinlich, dass ich aktuell nicht die richtigen Informationen sehe, was es eben gefährlich macht. So, wo ist jetzt der dritte? Okay, da ist der dritte. Weg sind. Sonst wird das Ganze ziemlich gefährlich. Also jetzt nochmal die Damage verbessern. Und jetzt kann ich im Endeffekt auch in die nächste Zone bereits wieder. So, wir haben noch 4 Minuten und wir sind jetzt bereits bei Level 4 mit 33%. Und das nächste Ziel ist jetzt gleich in die nächste. Ja, jetzt muss ich schauen, ob das da hinten zu den Flats. Da sind wir jetzt drin. Ob das tatsächlich der nächste Level ist. Ich gehe davon aus, da hinten ist der andere Übergang, genau. Das ist der Hauptübergang zur normalen Story-Linie. Und daher gehen wir lieber hier rein. In der Hoffnung, hier die XP zu bekommen, die ein schnelles Aufleveln ermöglichen. Gibt sogar den Waypoint gleich hier. Ja, wir müssen nur ein paar Mobs auftauchen. Das nützt mir das Ganze hier auch nichts. I need more mana. Okay, die liefern anscheinend nicht so viel. Das ist schlecht. Und es sind einfach schlichtweg zu wenige hier. Okay, noch 3 Minuten. Okay, einfach mal weiter. Die brauchen einfach viel zu lange, bis die geknackt sind. Da sind die Tentakel. Schleicher hier auf jeden Fall um einiges besser. Okay, blau. Gut, Level 5. Allerdings gilt es jetzt noch zu überleben, weil wenn wir gestorben sind, gelten die Punkte nicht, beziehungsweise wir kriegen keine Punkte. Ich werde trotzdem noch weiterspielen bis zum Schluss der Runde, einfach um zu sehen, wie weit ich kommen kann. So. So, hier tauchen jetzt das erste Mal diese Frost. Genau, die meine ich dort hinten. Das ist einer derjenigen, die mich einfrieren können und mich somit sehr stark in Bedrängnis bringen können. Während die Blauen sonst recht unschädlich sind, solange ich sie aber eben bekämpfen kann.
Okay, 30 Sekunden. Sekunden. Okay. I need more mana. Das war's. Puh. Also Level 5 und 45% sogar noch dazu. Das heißt, dieses Mal ist das Ziel erreicht. Wenigstens 2 Punkte in diesen 3 Events geschafft. Schauen wir mal, ob das dann gleich bestätigt wird und bis zu welchem Level ich im Endeffekt aufgestiegen bin. So. Also aktuelle Info 422, das ist noch die Vorbewertung, also ist für die aktuelle Runde noch keine Bewertung drin. Platz 757, das heißt die 2 Punkte sind dazugekommen und Platz 388, also aktuell in den Top 400. Und wie gesagt, mit 2 Punkten wegen Erreichen von Level 5. Damit war es heute eine kurze Session, beziehungsweise 3 Events innerhalb von knapp einer Stunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, euch bald wiederzusehen. Oder ihr mich. Bis dann. Tschüss.